willkommen zurück. DJ Hell ist sowas wie der durchgeknallte intellektuelle Gigolo-Gentleman der deutschen Dance-Szene. Der Mann liegt schon seit über 20 Jahren auf, war mal Talentscout bei einer Plattenfirma und ist ein riesen Fußballfan, der sich so gut wie jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft anguckt. Den hat Charlotte am Montag im Interview. Und heute um 19 Uhr zeigt sie, wer die Helden von Jürgen Vogel sind und was das peinlichste Bühnenerlebnis der München Hip-Hopper Blumentopf war. Aber erstmal gucken wir uns die Neuigkeiten an und danach kommt Charlotte mit alles das. Bis dann. Neuigkeiten wird euch präsentiert von Debitel. Kommunikation ist alles. Willkommen zu den Neuigkeiten. Ich bin Markus Meske und das sind die Schlagzeilen. Britney Spears neue Single am Montag. Mel C Todesdrohungen. Sum 41 doch live in Deutschland. Kommenden Montag erscheint die neue Britney Spears Single I'm a Slave for You. Produziert wurde der Song von dem amerikanischen Produzentenduo The Neptunes, die unter anderem auch für die neue Kelly Single Young, Fresh and New verantwortlich sind. Mit der Wahl der momentan sehr angesagten, aber auch krediblen Produzenten wagt Britney den Schritt zu einem neuen Sound. Ich werde einfach erwachsen und probiere verschiedene Dinge aus. Es würde mich einfach langweilen, immer dieselbe Musik zu machen. Ich möchte meine Musik eine Stufe höher bringen. Nicht nur mit ihrer aktuellen Single, sondern auch mit dem gesamten Album, das Anfang November erscheint und den schlichten Titel Britney trägt, möchte die 19-Jährige neue Wege beschreiten. Die Studioarbeit war daher vor allem von spontaner Kreativität geprägt. Als wir im Studio waren, um die Platte aufzunehmen, dachte ich, wisst ihr was, wir sollten aus dem Studio ein Labor machen und all die alten Sounds rauswerfen und einfach kreativ sein. Das haben wir dann auch gemacht und schließlich wurde das Album sehr Rock- und Hip-Hop-lastig. Die beiden Nervenzusammenbrüche von Mariah Carey rückten auch für Britney den Faktor Stress wieder besonders ins Bewusstsein. Sie versucht sich ihre vielen Aktivitäten von Studioaufenthalten, Tourneen über Pressetermine und Filmdreharbeiten nun so einzuteilen, dass genügend Freizeit zur Entspannung bleibt. Das ist der Lifestyle, den ich habe. Man kann nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Ich muss versuchen, so normal wie möglich zu leben und an den Wochenenden frei zu haben. Momentan bin ich sogar an dem Punkt, dass die Leute zu mir sagen, Britney, du musst mal wieder arbeiten, da ich in letzter Zeit einfach die viele Freizeit genossen habe. Die Scheidung von Eminem und seiner Ex-Frau Debbie Mathers ist nun endgültig abgeschlossen. Der Musiker muss für seine Tochter Hailey Jade wöchentlich Alimente in Höhe von $1000 zahlen. Das Sorgerecht teilen sich beide Elternteile. Die weiteren Nachrichten des Tages gibt's jetzt im Überblick. London. Spice Girl Melanie C wird von einem Unbekannten bedroht. Nach Berichten aus England hat die Musikerin eine Kassette erhalten, die unter anderem die Nachricht enthält, heute ist der Tag, an dem wir beide sterben werden. Mel C habe Scotland Yard angeschaltet, ihre Wohnung im Norden Londons stehe nun rund um die Uhr unter Polizeischutz. Berlin, München. Gestern wurde bekannt, dass die gemeinsamen Deutschlandkonzerte von Blink-182, Jimmy Eat World und Sum 41 erst im Januar statt im November stattfinden werden. Trotzdem kommen Sum 41 noch in diesem Jahr zumindest für 2 Solokonzerte nach Deutschland. Die Newcomer aus Kanada spielen am 3.11. in der Hauptstadt und am 6.11. in München. Los Angeles. Jason Newsted hat seine Bereitschaft erklärt, doch wieder bei der Band einzusteigen. Wenn die Jungs selbst mich fragen würden, wäre ich 110%ig wieder dabei. Ich würde mit ihnen spielen und aufnehmen, erklärte Newsted, der Metallica Anfang des Jahres aus privaten und gesundheitlichen Gründen verlassen hatte. Marseille. Vorgestern beendete R. Kelly seine erste Europatour in Frankreich. Nach seiner Mandelentzündung und Stimmproblemen bei einigen Deutschlandkonzerten absolvierte er erfolgreich seine weiteren Shows, wie hier in Zürich. Nächste Woche wird er mit dem Schiff nach Amerika zurückkehren. Dort warten bereits neue Projekte auf den Musiker. Ich habe an dem Soundtrack zu Michael Manns Film Ali mitgewirkt, in dem Will Smith und Muhammad Ali mitspielen. Ich arbeite momentan an so vielen Sachen. Mal sehen, vielleicht werde ich mich selbst auch bald mal als Schauspieler versuchen. Wenn der Rubel rollt und die Kasse stimmt, werde ich das sicherlich auch bald mal machen. Das waren die Neuigkeiten von Freitag, dem 12. Oktober 2001. Wir melden uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Neuigkeiten.
Neuigkeiten wurde euch präsentiert von Debitel. Kommunikation ist alles. Na, na, baba. Ba-b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 a